Und dann wart ihr also zuerst in Dragössen noch im Gefängnis? Ja, aber ein paar Stunden. Ja. Und nachher sind wir nach Leoben gekommen. Da war die Wemberger, Staudacher Erni, die, was sie geschlagen haben, in Leoben schon. Die haben sie geschlagen. Das kann man sich nicht vorstellen. Über einen Sessel drüber. Der hintere war blau. Und weißt du, wer sie da so droschen hat? Ja, die Gestapo. Ja. Aber wie der Gestapo-Mann geheißen hat? Nein, weiß ich nicht. Und in Leoben, dann im Gefängnis, bist du auch verhört worden? Ja. Ja, ich hab das alles gesagt, was war. Und auch meine Schwester. Die Mami war in einer anderen Zelle. Die war mit ihrer Schwester beieinander. Und die Schwester war nachher so schier, weil sie ihr die Schuld gegeben hat. Für die Verhaftung, die Schuld. Ja. Und dann nach 6 Wochen, gell? Ja, 6 Wochen sind wir in Leoben gewesen. Und nachher, wie wir da im letzten Tag, bin ich mit dem Klo-Kübel rausgegangen. Und da habe ich schon einen Namen von Lenker gehört. Und wie ich rausgehe, ist mein Vater draußen. Ich hätte mich nicht hingehen traut. Und da habe ich das letzte Mal gesehen. Ich habe nicht so viel gedacht damals, was mir bevorsteht. Oder uns bevorsteht. Mhm. Wir haben es müssen nehmen, wie es gekommen ist. Was war denn der erste Eindruck vom Lager? Ja, ob wir da noch mal rausgekommen. Also ihr wart da mal zu dritt, also die Familie Lenker, sage ich jetzt einmal. Ja, also das war ja alles gut. Ich weiß, wenn du da allein bist, du weißt das nicht, ob du das durchbringst. Die Mami war nicht mehr heimgekommen, weil die haben es wollen vergessen, haben schon runtergetan da in 30er Block. Die Leute haben es runtergetan und nachher sind sie. Hat es geheißen, sie kommen woanders hin und dabei sind sie nachher vergast worden. Und da haben wir die Ding gehabt, die Berner, Mitzi hat die sie Mitzi gehabt. Berner. Ja, derer können wir das verdanken, dass die Mutter noch lebt. Die ganze Zeit über war es dann benannt? Ja, waren wir. Und wie ist das gekommen? Weißt du, das gesagt hat, die Mitzi Berner, die hat die Mama ja rausgeholt aus dem 30er Block. Ja, also die haben die ja einfach geholt. Die Mami und die Sagau, die glaubt, da unten war der 30er Block. Da hinten, hinterm Zaun? Ja. Oder? Kannst schon recht haben. Ja. Aber du hast das, also. Ist dem eine Selektion dann vorausgegangen, dass die Mama in den 30er Block gekommen ist? Oder weißt du, wie das zugegangen ist? Auf einmal hat es geheißen, die Frau Sagaudi und die Mami kommen in den 30er Block. Und wir haben uns nicht denken können, wieso.
Und dann hat es geheißen, ja, das ist ja der Vergasungsblock. Mhm. Ne? Und jetzt haben wir nachher geschaut, dass wir die Berner mit sich erwischt haben. Und der sind wir heute noch dankbar, mhm, dass sie uns da wirklich geholfen haben. Mhm. Die zwei Weiberleute waren so fertig. Dann haben wir Schützencreme gebaut. Schützencreme? Mhm. Ja, für die Soldaten halt. Ne? Und das hat nicht lang gedauert, weil dann ist sie, der Winter gekommen und gefroren waren. Und da war, sind halt die SS mit dem Hund, mhm, dabei gewesen, aber sie waren nicht, sagen wir das, uns drin haben, fest, aha, zum Arbeiten. Wir haben sie dann, weil wir sie ja gewusst haben, dass wir es da müssen. Mhm. Also die SS-Aufseherinnen, waren das Männer oder Frauen, die das da begleitet waren, haben? Das waren Männer, aha, aber das sind eh Weibbesser gewesen wie die Weiber. Wieso? Was ja, haben die Weiber, die Frauen anders gemacht? Ja, die, mit denen haben wir eigentlich weniger zu tun gehabt. Mhm. Ne? Weil da, wenn du einen Außendienst hast gehabt, da sind immer nur die SS dabei gewesen. Bei uns halt ja, nur. Ja. Und du hast du schlechte Erfahrungen mit den Aufseherinnen gemacht? Ja, direkt nicht. Weil wir mal geschaut haben, man macht das Beste. Dass da nicht, drum, wir haben uns auch eigentlich nie auf dem Ding spazieren gehen. Das haben wir nie da, da sind wir immer in der Baracken geblieben, wenn gerade Zeit war. Du, und bei dir hat die Menstruation dann auch tatsächlich ausgesetzt? Ja, nein, man nicht. Mhm. Nach einem guten Hand gewesen ist wieder gekommen. Mhm. Ja. Und du führst das auf das Brom, das im Café drin ist? Ja, das haben sie selber gesagt, in Leon schon, mhm, hat es das schon gegeben, dass das rein war im Café. Im Gefängnis in Leon schon? Mhm. Aha. Und warst du froh, dass du das nicht gehabt hast, ja, die Regel? Sowieso. Wir haben ja gescheit keine Gewand nicht gehabt. Mhm. Keine Binden? Nein, so überhaupt kann nicht. Nein. Und ihr habt ja, du hast jetzt im August erst heimgekommen, ja, gell? Ja, da waren wir ein ganzes Jahr aus. Im August sind wir eingesperrt worden, mhm, und im August heimgekommen. Und wie war das dann, bis ihr daheim angekommen seid? Das erste war schon da. Wollten da, ja, da sind wir mit dem Zug gefahren und dann kamen wir in Triem an, steigt mein Bruder ein und ja, mein Bruder und noch ein Bekannter. Dann habt ihr sicherlich. Und dann müssen wir erfahren, dass der Heiner nicht lebt und der Vater nicht mehr lebt. Mhm. Hat man sich gefreut, dass man heimkommt. Okay. Und das hat euch der Bruder dann gleich erzählt? Ja, das hat er, mhm, erzählt. Und der Bruder hat gesagt, sei froh, dass du den Vater nicht gesehen hast. Der war eh so ganz arm beieinander und nichts da. Mhm. Bin ich. Du warst ja jetzt, muss ich mal zwischendurch eine andere Frage stellen, weil du, ja, bist ja jetzt das erste Mal da wieder. Ja, ja. Wie geht's dir da damit? Ja, bin schon sehr aufgeregt. Am ersten Tag ist gut gegangen, aber heute, oder gestern und heute halt. Ja, weil ja der Tod auch dazu, mhm, gekommen ist. Der Tod von der Nichte. Ja. Ja. Und die Befreiungsfeiern gestern? Waren schön. Die haben dir gefallen? Ja,
Nein, ich bin froh, dass mir die Ritter das gemacht hat, dass wir da hergefahren sind. Weil ich hab mir das nie gedacht, dass ich so stark wie mal, dass ich so gehen möchte zum Schauen. Ist der nachher dann nicht mehr, also nicht gut gegangen, wenn du dran gedacht hast, oder hast du einfach Angst gehabt vor der Rückkehr dann, der Rückkehr unter Anführungszeichen in die Gedenkstätte? Ja, ja. Weil da hat man sich gedacht, nein, da komme ich nie wieder her. Ne? Und hast du dann nachher geredet über das, was du im KZ und im Gefängnis erlebt hast? Mit dem Mann. Mit dem Mann, mit den Kindern? Nein, gell. Mit dem Mann sowieso nicht. Wieso sowieso nicht? Na ja, weil der hat das gar nicht so gefunden, dass das so ist und. Das, was heißt das? Er hat das gar nicht so gefunden, dass das so ist. In KZ drum haben ich ihm eigentlich auch nichts erzählt. Also er hat nicht geglaubt, was der ja, dass er das alles stimmt oder was. Ne? Was in dem KZ passiert ist. Ja. Du, und der Bruder, der war ja auch bei den Partisanen. Mein Bruder. Dein Bruder? Ja. 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 Und war der da in der Gegend oder war der woanders? Der war, nein, zuerst haben wir Versteck gehabt. Aha. So im Wald. Aha. Wir haben nicht recht im Haus verstecken können und nachher sind die gekommen. Und dann ist er mit ihnen mit. Uh-huh. Und nachher haben sie uns in der Wall eingesperrt. Uh-huh. Und weil sie ihn versteckt hat, da ist er desertiert von der Wehrmacht. Ja. Zuerst. Ja. Und der ist dann zu den Partisanen, und aber da in der Gegend? Oder ja. Eher dann, ja. Ja, da ist er ja in Eisnetz. Vogels haben sie so einen Bunker gehabt. Und dort ist er nach der Schossenwahl. Das war am 1. Dezember 1944. Ja. Der Vater hat wohl einmal gesagt zu uns, ich war ja damals 16 Jahre alt, der hat wohl gesagt, dass er mal wer kommt und wir dürfen da nichts weiter rein. Ja, das war ein Jahr vorher. Ich kann das nicht mehr richtig sagen. Da sind sie nachher die zwei bei uns im Haus gewohnt.
Mhm. Und im Frühjahr, sobald es abgebaut worden ist, nachher, sind sie wieder gegangen. Mhm. Du, und bei der Verhaftung, also wie es verhaftet worden ist, da war da der Vater auch daheim? Oder? Ja, der war sogar ein bisschen krank. Und dann hat er auch müssen sie anleihen und herrichten. Und die Mami, die Bibi. Und ganz letzt haben sie gesagt, ich müssen zuerst mitgehen in den Stall lassen, mhm, wo bei einer versteckt ist. Und ich sage nachher, wenn meiner keinem sind, sage ich, ob sie nicht in den Klo reinschauen wollen. Wirklich ist es frech gewesen von hat er mir eine runtergehauen. Aha. Ja. Und wie viele waren da da? War es Gestapo oder wer sind da gekommen? Gestapo. Aha. Fünf waren einer. Aha. Und hast du die gekannt? Nein. Mm-mm. Und die haben dann den Stall alles durchsucht und dann bist du wieder mit einer. Ja, so viel haben sie nicht geschaut, aber eine sind sie halt. Und die müssen mitgehen und haben ein bisschen mit der Gabel müssen ins Fuhr da ein bisschen um und um arbeiten. Und dann sind wir oben über die Leiten. Das ist ein Stall zum Aufgehen gewesen. Und dann haben sie uns aufgeführt. Auf Vorwart, da war so ein Polizeihaus halt. Wart ihr da alle benannt? Ja, also waren wir alle benannt. Aha. Und dann seid ihr gemeinsam nach Leoben gebracht? Ja, nachher sind wir gemeinsam nach Leoben. Und dort waren wir nachher 6 Wochen. Und seid ihr direkt vom Gefängnis, seid ihr zum Bahnhof oder wie da ist das gegangen? Da sind wir zum vom Gefängnis haben wir müssen über die Moorbrücke, das sehe ich heute noch. Und nachher zum Bahnhof. Mhm. Und dort hat er auch schon gewartet, Zug. Und das, da werden wir gewesen sein, 70 Leute oder 60. Ja, in so einem Viehwaggang. Da waren viele Leomadaunerwitzer, was da auch gekommen sind. Wart ihr da irgendwie zusammen Ja, genau. Zu zweit oder ja. Fünf rein? Oder? Ja, nein, zu zweit. Mhm. Und du mit deiner Schwester? Oder? Mhm. Die ganze Fahrt habt ihr nichts zum Essen, zum Trinken gekriegt? Mhm. Und wie war es mit dem Klo? Der, was gesagt hat, sie will austreten, hat er gesagt, es gibt nichts. Dann hat sie einmal nicht gefauzt, dass die Zigaretten geflogen ist. Und dann haben sie es raus und da war so ein Häusl da, wo sie gestanden sind. Und da haben sie es rein, was sie dann haben mit ihrer. Und haben sie es raus und da haben sie es eh da gebunden gehabt. Also die Hände am Rücken ja, gebunden gehabt? Ja. Aha. Und die hat sie nachher da alle weggefürcht. Und sie haben es auch gleich geholt. Und die haben es umgebracht. Sie haben nachher gewusst, dass es jetzt das Letzte ist, was sie da gemacht hat. Hat sie das gesagt? Oder? Ja. Und sie hat sich auch jetzt mal versteckt. Aber das hat da alles nichts geholfen. Mhm. Ja. Und die Bemberger haben es auch noch einen Tag vorher hat sie müssen zum Ding gehen. Sollten sagen, was sie alles aussagen muss. Zum zum Verhör. Ja, zum Verhör, sie sagt es. Mhm.
die haben es da aufgeboxt. Die war ganz blau. Mhm. Die war so traurig nachher. Und mit dem Ding hat sie müssen da mit ein. Ein Zug? Mit einem Zug, ja. Mhm. Aber dort haben sie es nachher mal nicht, die Frau Reit. Nervosität. Ja. Die Frau Reitmeier, der wird schon nachher geschaut haben. Mhm. Ja, und nachher haben sie gleich in ein Revier arbeiten. Weil der hat mich damals wie ein Gelbsuch gekriegt, auch ins Revier da. Aha. Ja. Wie war das im Revier? Ja, habe eigentlich nichts so weit gekriegt. Ich weiß nicht, von was gekommen ist. Mhm. Wo schlecht gegessen oder. Und wie lange warst du am Revier? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. War das ein Tag? Oder nein, war das war schon ein eitler Tag. War's schon. Und wie hat es da am Revier ausgeschaut? Wie es da ausgeschaut hat, da habe ich da gesagt, dass im Boot die Toten klein sind. Mhm. Der Teil hat noch gelebt. Und die anderen, was mhm. die sind gleich so zusammengehaut worden. Mhm. Mhm. Hast du da gefürcht im Revier? Nein. Wie kommt man vorstellen, wenn man die Toten sieht und so, dass das dann wird mit der Zeit gewandt. Aha. Ja. Waren es nicht die ersten Toten, die du gesehen hast? Nein, nein. Da haben wir ja zugesehen, wie sie es auf dem Lastwagen aufgekaut haben. Mhm. Das ist so gepackt und aufgekaut, wo sie es hingeführt haben. Und du warst die ganze Zeit in der, also dann nach dem Schützengraben? Ja, war mir in der Schellkuchel. Da war es wenigstens warm. Aber da habt ihr immer in der Nacht arbeiten müssen? Ja, da oder? Haben wir in der Nacht schon arbeiten müssen, weil ja die in der Früh schon das braucht haben zum Kochen nachher. Mhm. Wie war da die Schicht einteilt? Wie? Das war eigentlich wurscht. Man hat sich schon ein müssen, aber dass da kiebelweise oder was gegangen ist, das weiß ich nicht. Na, seid ihr da, wann in der Nacht habt ihr da in die Küche müssen? Wann ja, ich war es eins oder zwei, das kann ich nicht mehr sagen. Ja, und nachher sind wir in der Früh, ich glaube zum Böschstein sind wir nachher heimgekommen. Oft hat es länger gedauert, da hat wieder wer gefällt oder hat es nicht gepasst. Dann ist wieder wer hergefallen. Was war denn? Ja, hast du den nicht aufklammern dürfen. Die ist dann link geblieben oder? Ja, was nachher da haben damit. Oder wenn sie die Ruhe gehabt haben, da habe ich alles voll. Mhm. Und so schwach auf die Leute. Und trotzdem haben sie müssen hinstellen. Wieso unter die Häftlinge untereinander? Welche Beziehung habt ihr zueinander gehabt? Oder? Wenig. Wie sind so am Block zugegangen? Ja, hier und da schon gestritten, aber beim Essen holen und so. Weißt du? Jeder hat gleich das erste haben wollen und so. Und da haben sie schon aufgestritten. Ihr seid ja dann auch auf den sogenannten Evakuierungsmarsch geschickt worden, dann wie das Lager aufgelöst worden ist. Und habt ihr da irgendwelche so, Lebensmittel mitgekriegt? Irgendwelche Backen? Nein, gar nichts. Dann haben wir Viecher gesehen auf der Weide. Weil da sind die Bauern gepflicht und haben das Viech alles zurückgelassen. Und die waren ja schon notwendig zu melken. Dann haben wir geschaut, dass wir Häferl erwischen.
Und dann haben wir die Biwi gemolchen. Und dann hat es ja so Pyramiden gegeben. Und da waren Erdäpfel drin. Mhm. Und wir haben uns das gleich gedacht, da sind Erdäpfel drin. Und da nehmen wir uns dann raus. Und die haben wir auch gekocht. Und dann haben wir uns ein paar Tage so fortgewurstelt. Mhm. Und da habe ich von der Schwangeren auch gesagt, die haben wir nachher mitgenommen. So ein junges Mädchen, das drei schwanger waren, weil sie war ja ein Jahr drei. Mhm. Die war ein Häftling? Ja, war. Oder war sie in Ding, da wo das Jugendlager war, das war sie oft nicht. Da haben wir nachher gar nicht so viel gekriegt. Und da sind die Russen gekommen, ne? Und die haben sie da angesaufen. Und auf die Nacht sind sie gekommen, weil sie gesehen haben, dass da Weiberleute sind. Mhm. Und das ist meistens gewesen, wenn kein Hecher nicht da, dabei war. Ne? Mhm. Kein Offizier oder so. Mhm. Und da war, die waren nachher lästig. Dann haben wir geschaut, dass wir am nächsten Tag weiterkommen. Was heißt, die waren lästig? Ja, die was? Hätten uns wollen angehen. Und? Die Bibi und ich haben uns versteckt. Und die Frau Reisner, über der ist er drüber gerollt. Die hat er vergewaltigt? Ja, die wird vergewaltigt, nicht richtig, nicht. Ja. Aha. Es war eine Dungerwitzerin oder eine Leumerin. Ich weiß nicht, ob's, wie lange das da noch hat. Und haben wir es auch verloren. Die Frau Reisner? Die Frau Reisner, ja. Und dann sind sie nach Dragös einer gefahren, also bis Bruck wahrscheinlich dann mit dem Zug? Ja. Und dann zu Fuß und ganz rauf. Und war da dann schon wieder wer am Haus? Ja, meine Schwester, die was daheim war. Das heißt, sie war im Dienst. Aber nachher, wie da, das geheißen hat, der Vater kommt. Mhm. Dann ist sie. Und sie war gerade schwanger und hat nachher das Kind gekriegt, gerade um die Zeit. Wie der Vater heimgekommen ist. Ja. Mhm. Und der Vater ist ihn nicht heim aufgekommen. Mhm. Der ist im Dorf herumgeblieben. Ach so. Weil sie nicht mehr auftransportieren haben können. Keine Straßen ist nicht gegangen. Da hätten sie ja nur müssen mit einem Lauterwagen oder mit einem Ochs aufziehen. Mhm. Das hätte er ja nicht ausgehalten. Mhm. Nachdem sie schlechter waren, haben sie ihn ins Spital. Dann ist er gestorben. Du, und wie haben denn die Leute so auf euch reagiert? Ja, es sind schon ein Tag gewesen, dass wir gehört haben, dass sie geschimpft haben. Eigentlich war nicht so auffallend. Dass sie gesagt haben, es war zu arm oder sonst wo. Drum eben haben wir eigentlich gar nicht so viel. Und man tut erzählt. Mhm. Weil viele haben sie gesagt, wir sind nicht selber schuld. Sie hätten es nicht tun sollen und so. Was war von Anfang an schwierig? Wenn du vielleicht öfter mit Wein geredet hast. Aber das war nicht der Fall. Und durch das ist so viel in Vergessenheit gekommen. Oft denke ich mir, ja, das war gewesen oder das war gewesen. Die Ritter sagt, das alle war überhaupt nie geredet. Mhm. Mit dem Herbert nicht, mit der Renate. Alle sagen das Gleiche. Man hat auch die Mami nie nichts geredet. Das war so schwer, dass
da gar nichts. Und mit dem Mann hast du auch nicht geredet drüber? Nein, der war nicht so. Was heißt, der war nicht so? Der war nicht so ein guter Mann. Und hat er mal eine Scheidung gedacht oder so? Oder war das für dich nicht? Nein, da hat er gesagt, das brauchst du dann nicht einbilden, dass ich ein Geld krieg von ihm. Mhm. Weil da arbeitet er 14 Tage oder da 14 Tage und dann schaust, was du mit den Kindern weiterkommst. Mhm. Warst du dann nachher noch irgendwie politisch irgendwas aktiv? Oder? Nein. Gar nichts? Nein. Hast du dich für Politik interessiert dann? Nein, nichts. Gar nichts. Hast du die Nasen voll gehabt von der Politik? Ja. Also? Damals war ich noch zu jung, habe ich es nicht verstanden. Und nachher gar überhaupt nicht. Und zu den Treffen KZ-Verband oder vor den Ravensbrückerinnen hat es da sowas nein, gegeben? Nein. Ja, Urlaub vor dem Juli. Aha. Und da haben wir uns mit den Leoma drauf gemacht. Da sind ja damals viele Leoma gefahren. Heute ist ja nicht mehr, sind ja schon alle weg. Aha. Das heißt, du fährst heute auch noch mit dem KZ-Verband auf Urlaub? Ja, aha. Jetzt am 15. Juni. Aha. Aber es kommen noch immer ein paar Leute zusammen. Ein paar Leute kommen zusammen, weil wenn wir zusammenkommen, heißt es, das lebt nicht mehr. Ja. Du musst jetzt selber auch rechnen, schon auf das. Ja, na, ja. Ich freue mich. Ist warm da? Ja, es ist nicht so voll. Ja, da fahren.